Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Produkttester. Heute geht es wieder um einen Helm aus der Marvel Legion Serie und zwar um den Punisher Helm. Und nach dem Intro geht es direkt los. Bis gleich. Ja, Marvel Legion Serie, The Punisher, Punisher Helm, ja, elektronischer Helm. Und zwar inspiriert aus dem Spiel Future Fight. Haben wir mir mal angeschaut. Und zwar gab es da eine Figur, einen Charakter zum Auswählen. Und von diesem Charakter her stammt dieser Helm. Ja, also den werdet ihr in den Marvel-Filmen vergeblich suchen. Aber ist angelehnt an Iron Man, der Helm, aus dem Jahr 2019 von der Firma Hasbro. Ja, wie gesagt, die Verpackung habe ich euch schon gezeigt, ist wie gehabt. Auch die anderen Verpackungen wird immer erklärt, was ist in dem Paket enthalten und ein paar Daten über den Inhalt, auch was man damit anstellen kann. Es ist auch eine Anleitung enthalten, dass man also auch weiß, wo man Batterien einbauen kann und so weiter. Die Verpackung ist wieder hochwertig wie gewohnt aus der Marvel-Reihe. Gut, wie schon erwähnt, ist der Helm angelehnt an das Videospiel Marvel Future Fight. Vielleicht guckt ihr mal rein. Bei Google findet ihr auch Bilder. Was kann dieser Helm nun? Erstens mal zeige ich euch mal den ringsrum. Sieht also schon ziemlich cool aus. Ja. Also so ein Mischung zwischen Iron Man und Punisher. Zeige ich euch mal ringsrum. Wir haben ja auch wieder schöne Lackierungen. Auch wieder hier diese Damage-Beschädigungen, die gewollt sind. Und das ist einfach, ja, wie soll ich sagen, gebraucht einfach aussieht und nicht fabrikneu, weil die Helme ja, sage ich mal, im Einsatz sind. Und was kann der Helm nun? Wir haben hier unten einen Knopf, mit dem kann man ein Geräusch aktivieren. Ich zeige euch das mal. Und die Augen fangen dann zu leuchten an. Also es kommt ein Geräusch, die Augen leuchten und dann kann ich zweimal drauf drücken und dann werden die Augen dunkler, also eine Dimmfunktion, wenn man so will. Ich zeige euch das mal. Ja, und dann kann man die Augen wieder ausmachen. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. Ich versuche es euch noch mal etwas näher zu zeigen. Moment. Machen wir es mal so. Okay. Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut erkennen. Und dann werden die Augen auch wieder dunkler. Innen ist der Helm aufgebaut, wie die Helme ansonsten auch. Also wir haben hier wieder ein System, um das Ganze an den Kopf anzupassen. Das passt eigentlich ganz okay soweit. Man kann es also ganz gut auf die eigenen Bedürfnisse einrichten. Und was es noch gibt, diese Maske, das Maskenteil vorne kann man abnehmen. Zeige ich euch mal ganz kurz. Also dieses Teil vorne kann man abnehmen. Ich mache es am besten mal von innen. So. Das heißt, ich kann das Teil abnehmen und kann das Teil dann auch hier platzieren. Moment, ich mache es mal gerade fest. So, sind also Magneten dran. Das ganze Visier hält mit Magneten fest. Und auch wenn ich das aufmache, kommt auch wieder dieses Geräusch. Und ich kann das dann quasi simulieren, als ob ich, man kennt es auch aus den Iron Man Filmen oder beziehungsweise Avengers Filmen, dass das Visier dann quasi so hochklappt und man kann, dann zieht man eben den Träger des Helms drunter und ich kann das dann auch wieder dementsprechend dann mit den Magneten verschließen, sodass der Helm wieder fertig ist. Das funktioniert soweit ganz gut. Ich zeige euch mal ganz kurz noch, wie er getragen aussieht. Auch hier ist wieder das Thema Brillenträger. Naja, muss man mal gucken, inwieweit das funktioniert. So sieht er also getragen aus. Auch hier komme ich noch gut an den Knopf ran, kann dann das Ganze hier ausschalten. Zeige euch nochmal von der Seite. Wenn die Lichter an sind, kann man trotzdem noch sehr gut durch den Helm durchsehen. Also ich denke auch für, ja, geeignet für Cosplayer vielleicht oder auch für Auftritte, ja, wenn man jetzt irgendwie auf eine Comic-Con oder so geht, ist das mit Sicherheit ganz cool. Ich würde vorschlagen, wenn man den länger trägt, dass man innen vielleicht noch ein bisschen auskleidet mit weichem Stoff, Schaumstoff oder sowas, dass einfach der Komfort höher ist und dass es vielleicht ein bisschen besser hält. Aber ansonsten ist er vom Design her wirklich sehr gut gelungen. Ja.
muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Auch die Haptik ist sehr schön gemacht, die Verarbeitung ist schön. Auch diese Maske schließt sehr schön ab, wenn die auf dem Helm aufliegt. Von dem her kann man also sagen, das passt soweit ganz gut. Zu den Kosten ist es so, der Helm ist noch verfügbar hier und da. Ja, manchmal auch etwas schwieriger zu beschaffen. Ich weiß nicht, an was das liegt. Manchmal gibt es einfach mehr von den Helmen, manchmal weniger. Ich verlinke euch unten wieder ein paar Quellen, wo ihr mal gucken könnt. Der liegt so zwischen 90 und 150 Euro. Ich habe ihn jetzt auch noch nie richtig viel teurer gesehen. Also das ist ein Helm, der, glaube ich, immer noch ja ganz gut zur Verfügung stünde und den man auch noch ganz gut vielleicht noch beschaffen kann. Gut, was gibt's noch zu sagen? Vielen Dank an euch, was gibt's noch zu sagen? Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sind am Ende der Präsentation des Helms über den Punisher-Helm. Und toll, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich über ein Abo freuen oder über ein Like oder beides. Ja. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es dann wieder heißt, neue Helme aus der Marvel Legion Serie. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten.